So, dann, Leute, habe ich noch Dosentomaten gekauft? Für die Tomate. Zieh dich jetzt aus. Oh, bezaubernd. Für dich würde ich mich immer ausziehen, mein lieber Herr. Kommst du vorbei? Leute, der Bezaubernd ist ein Schweizer Streamer, wo hier aus der Nähe kommt, wo ich wohne. Darum. Weniger saufen soll helfen. Ja, ich habe nicht so viel getrunken, Rado, gestern. Ja, das ist wirklich günstig, Gott sei Dank. Ja, freut mich eigentlich auch für dich. So. Gut, Leute. Dann nehme ich Dosentomaten, meistens Belatti. Wenn ich könnte, für die Tomatensauce nehme ich grundsätzlich immer Belatti. Ich mag Belatti. Ihr müsst nur eins dabei denken, wenn ihr bei nicht vorgekochten Tomaten, wie zum Beispiel Belatti, oder, empfehle ich euch, es wirklich lange zu kochen. Es gibt auch schon leicht vorgekochte Tomatensauce, Dosentomaten. Die müsst ihr nicht mehr ganz so lange kochen, um die Säure rauszubringen. Also müsst ihr selber wissen. Ayumi, ein Bekannter von meinem Auto ruiniert, hat das. Uff. Hast du echt Mutti-Tomaten? Wait, warum Mutti? Was habt ihr gegen Mutti? Gehen wir jetzt wieder auf Muttis? Kannst du da langsam deine Finger in die Dose schieben und dabei stöhnen? Tiger, wilde Sache. Ja, lassen wir mal, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt auf OnlyFans an, bezaubernd bei dir. Hm? Leute, wir machen auch noch ein OnlyFans auf. Wartet nur. Dann essen wir einfach. Auf uns, nur am Essen. Ich muss mal schauen, was eine Autotür kostet, gebraucht, nur mal zum Vergleich. Ja, wäre schon interessant. Schieb sie jetzt in die... Ah, wer zaubert? Heute bist du aber wild unterwegs, mein lieber Herr. Kommt er zurück und ist erstmal so richtig wild unterwegs. So, gut jetzt, Leute. Wenn ihr so Gemüsewürfel wie ich dort reinmacht, so Brunoise, und nicht mixen tut oder durch den Passweed dreht, oder? Würde ich die Tomaten an sich noch klein schneiden. Müsst ihr selber wissen. Habe ich eigentlich gedacht, dass du machst die Tomatensauce selber. Ich mache die Tomatensauce auch selber, Protz. Das sind einfach Dosentomaten. Einfach Tomaten aus der Dose. Warte, ich kann es hier mal einen rausnehmen. Oh, Tiger, das fühlt sich glitschig an. Wait, Leute, wir machen die Tomatensauce gerade selber. Aber so, da drin sind dann die Tomaten. Und die würde ich euch empfehlen. Frische Tomaten sind auch echt total uncool. Ja, finde ich auch sinister. Ah ja, Protz, genau. Dosentomaten kommen einfach besser für Tomatensoßen. Bei uns in der Gegend. So. Weil zum Beispiel, nur als Beispiel in der Schweiz. Wenn ich in der Schweiz um dieses Jahr Zeit mir Tomaten hole, sind die nicht reif geerntet. Die sind so halbreif geerntet. Weißt du, was ich meine? Die werden so leicht grün noch geerntet. Und bis sie dann im Laden sind, im Supermarkt, sind die geil rot. Aber der Geschmack kommt ja erst in den letzten paar Schritten. Also wenn sie richtig geil rot werden. Heißt, die Tomaten haben nicht so viel Geschmack. Heißt, eine gute Tomatensauce macht man bei uns in der Gegend mit... gepflückte Tomaten, whatever. Oder Dosentomaten. Darum nehme ich Dosentomaten.
Bezaubernd, glitschig. So, die Tomaten schneide ich jetzt ein bisschen klein. Ich war kurz die Butti. So. Und die Tomaten nehme ich jetzt einfach raus, schneide sie noch ein bisschen klein. Müsst ihr theoretisch nicht. Ich könnte auch einfach alles reinwerfen. Oh, Alter, Leute, ist das eine glitschige Sache. Der Wegversuch wurde mit einem Arsch abgeschmettert. Meinst du, Bruder, jetzt kann man den Defeat-Screen einblenden bei dir? Defeat. Ah, ich bin auch gleich wieder zurück. Will mal schauen, wegen meiner Tür. Ja, gerne, Bots. Gerne reinschreiben. Würde mich auch interessieren. Nächster Wegversuch ist in einer Stunde. Ja, Brother, ich würde dann einen Kampfanzug tragen. Bezaubern, was machst du heute noch so Schönes? Wo warst du gestern? Warst du gestern auch bei uns in der Gegend unterwegs oder warst du irgendwo weiter weg? Vielleicht waren wir sogar am gleichen Ort. Wenn du irgendwo weggingst. Sieht nicht so appetitlich aus, Leute. Tut mir leid, dass ich meine Finger hier in die Dose ramme. Sieht nicht so geil aus. Aber wie cool, Bettdaumen, dass du da bist. Dich auch noch einfach im neuen Jahr hier zu sehen, ist einfach geil. Hab dich schon vermisst, mein lieber Mann, Herr. So. Dann schneiden wir die Tomate ein bisschen klein. So einfach so runterschneiden, dass sie so ein bisschen so Würfel geben. Ich finde, sie kommen besser, wenn man sie nicht mixt. Ihr könnt sie auch mixen oder am besten ist Passfried. Und dann habt ihr noch die Vorteile, dann müsst ihr das Gemüse nicht so klein schneiden. Dann geht es noch schneller. So. Hat einer von euch Betonboden zu Hause, Leute? Ich könnte da noch Haushaltstricks gebrauchen, wenn jemand sich da auskennt mit Betonboden. So. Jetzt könntet ihr theoretisch, anstatt so viel Wasser wie ich reingemacht habe, könntet ihr auch Gemüsebrühe nehmen, um aufzugießen, die Tomatensauce. Kämmt auch recht gut, finde ich. Ja. Gut, dann machen wir weiter beim Pizzateig. Nächster Werk. 449,90 bis 223 ein gebrauchter Autotür vorne links. Hatten wir mal in unsere alte Wohnung. Wie bringt ich Flecken am besten da raus? Ganz normal mit einem Fettlöser auf den Boden? Darf ich das? Darf ich auf einen Betonboden einfach mit Fettlöser drauf? War das mit dem Essighals? Ich habe mir auch schon überlegt, einfach mal zu probieren. Ich weiß aber nicht. So, Leute, die Tomatensauce. Wir haben jetzt die Tomate reingeworfen. Und wenn ihr jetzt auch noch, obwohl eben, man nutzt Dosentomaten für das. Und wenn ihr jetzt noch frische Tomaten habt, so oder so, nicht frische, halt so leicht verfault, schon nicht verfault, so weiche, ihr wisst was,
könntet ihr jetzt auch reinschnippeln, reinklatschen, jetzt einfach alles rein. Dann könnt ihr mit Gemüsebrühe aufkochen. Ich nehme jetzt halt, ich habe keine eigene Gemüsebrühe. Wer hat gestern gefragt? Gestern hat doch einer gefragt, ob ich Gemüsebrühe immer selber mache, weil wir gestern selber gemacht haben. Und heute zum Beispiel nicht. Heute nehme ich auch eine Gemüsebrühe Pulverform. Mit Klarspüler von Geschirrspüler. Oh. Stimmt, das hast du schon mal gesagt. Hört sich smart an. Teste ich mal. So. Dann lassen wir das jetzt köcheln. Wo sich hin köcheln. Und in der Zwischenzeit machen wir den Teig weiter. Den Pizzateig. Ich habe viel zu viel Pizzateig, by the way. Ayumi, wie fandest du den Boden in der alten Wohnung? Echt, ups, der Erfolg ist aber gnadenlos. Grandlos. Alles klar. Test, ja. Teste ich mal. Ich kann gerade heute testen, nachdem ich die Tomatensauce so gekocht habe. Weil das erste Essen, was ich dieses Jahr gegessen habe, ist leider nicht die Pizza heute. Ich muss gestehen, das wird nicht die heutige Pizza sein. Das erste, was ich dieses Jahr esse. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen. Und dann hatte ich Heißhunger. Ich weiß nicht. Das passiert mir häufiger, wenn ich trinke und so, dass ich dann Heißhunger bekomme am nächsten Tag. Oder am gleichen Tag noch, wenn ich zu Hause ankomme. Da habe ich mir einfach noch Chili-Pasta gemacht. Einfach so. Keine Ahnung warum. Grandios. Ah, grandios. So, ja, voll. Freue mich auf das Ergebnis. Der Boden war scheiße. Ich glaube, ich erzähle besser nicht, was ich machen muss, um die Katzen kotzen. Bis jetzt bin ich zufrieden mit meinem Boden. Aber ich habe auch keine Haustiere. Vielleicht darum. Besser nicht, aber interessant. Hi, The Gap, moin, wie geht's? Danke dir auch, schönes, gutes Neues. Sinister, würdest du mir Hamster geben? Denkst du, ich wär für dich so ein Hamster? Hamsterliebhaber? Oder Hamster-Haustierhaber? Ich habe eine Hamster. Meinst du deinen Freund? Nein, Spaß. Ach Gott. Nee, echt. Auch wieder ein Hamster wären süß, oder? So, wir nehmen den Pizzateig, machen weiter. Moin, Cap. Was geht? Was hast du das Jahr als erstes gegessen? Wollt ihr mal den Teig anschauen, Leute? Hier, guckt euch den Teig an. Guckt euch ihn an, wie der aufgegangen ist. Gleich zu gestern. meine reguläre Frühstück. Was ist ein reguläres Frühstück? Er wäre sogar gut. Wartet, man zieht wieder. Er zieht wieder so Fäden. Aber egal, wir müssen jetzt rausnehmen und noch verarbeiten. Wir können ihn nicht so verarbeiten, wie er jetzt so drin ist. Das ist das Problem. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Grieß nehmen. Ihr könnt auch wieder das gleiche Mehl nehmen, wo ihr vorher verwendet habt. Ich nehme jetzt gleich weiße Mehl. Ich mache jetzt hier nicht extra eine Grießpackung auf für das. Und Sinn ist, ich slappe ihn nachher für dich, aber hart. So. Vollkorn, Erdnussbutter,
zwei Eier, zwei Scheiben Dinkeltoast mit Aufschnitt, dazu natürlich Kaffee. Ja, ich muss mir nachher auch noch einen guten Kaffee holen. Mir wird es irgendwie übel, während ich diesen Kaffee trinke. Ich weiß nicht wieso. Leute, wenn wir etwas auf diesem Kanal können, dann ist es Teig, oder? Und schlechte Witze. So, dann nehmen wir jetzt so stückweise Teig raus. What the fuck? Ihr könnt natürlich auch alles rausnehmen. Dann eine Wurst formen und dann einfach portionieren. Dann habt ihr gleich große Stücke für mehrere Pizzas zum Beispiel. Ey, aber hört sich doch geil an, der Cap. Nur, ich weiß nicht. Ich bin nie mit Erdnussbutter aufgewachsen, Leute. Ich bin nie mit Erdnussbutter aufgewachsen. Erdnusssoße, geil. Erdnussbutter, ich weiß nicht. Ich hatte es noch nie. Ich hatte noch nie Erdnussbutter als Aufstrich. Stell es mir aber grundsätzlich lecker vor. Hier immer wieder mal rühren. Puh, ich muss jetzt mal einschnüren. Hast du kalt, Protz? Was habt ihr für Temperaturen? Bei uns sind es, glaube ich, kuschelige 12 Grad oder so. So. Gut, den Teig formen wir dann so ein bisschen schön. Heißt sortieren, 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 sortieren und dann zumachen. Und habt ihr nach so einer Teigkugel? Bei uns 16 Grad. Hui, Waldweh, das ist immer. Ja, es ist kein Erdnussbutter vom Supermarkt, eher eine Erdnussbutter für Sport, aktive Leute. Ach, stimmt. Geil. Läuft es bei dir mit dem Sport? Kommst du gut voran, der Cap? Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen in einer demotivierten Phase im Gym. Gerade wegen der ganzen Fresstage habe ich viele Tage, oder ich ging ein paar Tage nicht ins Gym und habe jetzt gerade ein bisschen wenig Motivation, um wieder zu gehen. Ja, es ist kühler als im Haus. Ja, im Haus ist es kühler. So. Gut isolierte Wohnung ist doch eigentlich schön. So, ich nehme jetzt mal den ganzen Teig hier raus. Da forme ich den jetzt so zur Kugel. Wir können uns nach ein Topping miteinander überlegen, Leute. Wir können uns nach ein geiles Topping miteinander überlegen. Ich bin da komplett offen, was ihr da für Ideen vorschlägt. Ich habe ein paar Dinge natürlich angekauft. Das können wir nach zusammen quatschen. Wir haben gerade 14 Grad, vorher sogar 17. Und meine Manuel ist auf Spielplatz. Oh, cool, ey. Cool. Mega cool. Ey. Ich weiß nicht. Ich stelle mir Kinder immer süß vor auf dem Spielplatz. I don't know. Aber ich mag auch Kinder. Wäre ein bisschen doof, wenn ich nicht Kinder mag. Mit meiner Arbeitsstelle. Ja, bei uns draußen auch gerade 16 Grad. Alter. Was für Temperaturen. Wenn man sich überlegt, Dezember, Weihnachten vorbei, 16 Grad. Holy shit. Oder ja, ist ja nicht mehr Dezember. Habe ich schon erzählt, dass meine kleine Maus bis 16 Uhr, bis 12 Uhr durchgehalten hat? Nein. Wie cute. Hatte sie Freude am Feuerwerk, Yumi? Die kleine Maus? Okay, interessante Cap. Man habe ja schon während der Feiertage. Ja, das ist, glaube ich, okay, über die Feiertage ein bisschen unregelmäßig zu gehen.
Ja, ich vermute es. So. Einfach so Teigkugelformen, Leute. Die lassen wir nachher hier in sein Geschirr. Ich mache die jetzt so in so ein Geschirr. Da tun wir nachher wieder abdecken mit Folie, mit einem feuchten Tuch. Und lassen es wieder ein bisschen stehen, dass der Teig nochmal ein bisschen ruhen kann, nochmal ein bisschen Volumen bilden kann, ein bisschen, nochmal ein bisschen gehen kann. Und dann nehmen wir die Kugeln und formen das wie einzelne Pizza. Oder halt jetzt für unseren Fall, für eine Backspringform. Moin, im Kolb. Hi. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie viel Teig ich hier brauche für so eine Springform. Sie ist wie immer scheinbar, sie liebt das anzuschauen. Und hasst diese Luftheulen. Okay. Moin, M. Kolb. Wie geht's? So. Ich glaube, laut einem Rezept nimmt man circa 500 Gramm Teig. Ich hoffe, das genügt. So. Aber als Kind hatte ich auch Freude am Feuerwerk, also denke ich, sicher etwas Schönes für die Kinder. Obwohl die Gegend, wo ich bin, ist nicht so geil, weil die alle ihr Feuerwerk auf der Straße abfeuern. So. Ziemlich schön glatt. Gucken, dass nicht allzu viel Mehl drauf kommt. So. Da wird so schon wieder eine leichte Luftblase hier drin. So. Da haben wir hier Mickey Maus. Ich mache jetzt noch ein richtig großer. Das ist der Ersatz, falls der andere zu wenig groß ist für die Springform. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Teig wir dafür brauchen. Ich habe noch nie so einen Chicago Deep Tisch. Die Pizza da gemacht. So. So, eingeschnürt. Jetzt ist jetzt wieder. Gut. Freut mich. So. Teig mir ein bisschen Liebe angehen, Zärtlichkeit. Dieses Jahr schaffen wir es, versprochen. Ah ja, vielleicht bezaubernd. So oder so, ich würde mich freuen, wenn wir es hinkriegen. So. So Leute, dann ziehen wir den Teig einfach schön glatt. Einfach mit den Händen ein bisschen zärtlich unten dran gehen. Und dann einfach so ziehen. Ganz zärtlich, dann wieder drehen. Bis ihr eine glatte Fläche bekommt. Ja, ey, bezaubert, macht ihr keinen Kopf. Wenn wir es hinkriegen, ich freue mich. Auf jeden Fall. Ich bin da voll motiviert dafür. Ja, versteht man mit der Arbeit. Das ist ja ganz normal. Da kannst du nichts dagegen tun. Das ist einfach so.
Mach dir da keinen Kopf. Das stimmt, das stimmt. Ich warte noch, ich habe ja ein Video für dich gedreht, mein lieber Herr. Der Teig sieht so schön weich aus. Ja, der Teig ist auch schön weich und zärtlich. Guck dir den an. 2023 wird das Jahr der Collab-Streams. Ja, wäre schon geil, Sinister. Das ist eh einer meiner Ziele. Ich krieg das nicht hin. Ich würde mehr gerne versuchen, mehr Collab-Streams mit anderen Streamern zu machen. Aber ich muss halt erst zugeben, vor dem ich angefangen habe zu streamen, war ich gar nicht auf Twitch unterwegs. Ich kannte keine Streamer vorhin. Und aber ein paar Collabs-Ideen haben wir schon. Zumindest mit drei Streamer. Zwei Streamerinnen und den lieber bezaubernd. Wäre schon drei. Und dann der Kuli noch. Dann wären wir schon theoretisch Ideen. Oder mit den Streamer besprochen sind schon drei, vier Personen. Jedoch, ob es halt stattfindet, ist die andere Frage. Geplant sind sie. Fällt nur noch die Ausführung. Und danke dir, Alina. Was du in das Teigrezept brauchst, sagst du einfach Bescheid. Ist super ein einfacher Pizzateig, wo ich finde, kommt gut. Und ist echt einfach. Er ist nicht schwierig. Da bin ich gerade dran. Ach, schön. Freut mich zu hören, bezaubert. Ja, aber danke dir, bezaubernd, noch, by the way, für deinen lieben, 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 lieben Support, by the way. Mit deinem Discord, wo du mich reinpostest. Mega lieb von dir. So, und dann machen wir den wieder in die Schüssel. Decken jetzt alles wieder mit Tuch ab, lass es kalt werden. Kannst du die Finger reinstecken und dabei stöhnen? Eigentlich würde ich lieber nicht mal Finger irgendwo reinstecken und damit dann stöhnen. I don't know. Bin gerade nicht so in der Stimmung, um meinen Finger irgendwo reinzustecken. Und vor allem, ich habe nichts, um irgendwas reinzustecken. Leute, das hört sich so falsch an. Bü! Leute, ihr wisst, was ich meine. Nein, niemals bezaubern. Das ist Schande. Das ist Schande. Ich sabotiere nicht meinen wunderschönen Superteig. Der braucht Liebe und Zärtlichkeit und Ruhe, nicht Fingerpikserei. Der Teig braucht Liebe. Ich kann da nichts. Ich kann ihn slappen, aber ich kann ihn nicht rein. Aber nein, da stecken wir nichts rein in den Teig. Nur unsere Liebe. Die kochtechnische Liebe, Leute. So. Behandle den Teig wie dein Erstgeborener. Sind nicht selten im Ernst? Dann geh Klavier, geh Geige lernen. Wieso bist du noch kein Arzt? Nein. Alter. Asiatischer Klischee erfüllt. ich finde es nicht so toll, wenn du was machst, was dir... Ja... Der bezaubert ist sehr, 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 sehr sabotierend und böse. Nein, Spaß. Ist er nicht. Das ist eigentlich ein lieber, toller Dude. So, gut. Dann machen wir hier noch Frischhaltefolie drauf, weil ich habe jetzt kein Tuch mehr, wo ich drüber machen kann, über diesen Teig. Hab keine Angst, Leute. Da wird nichts gemacht bei dem Teig. Wir machen, ja, er hat so viele Stunden schon Zärtlichkeit bekommen. Das ziehen wir durch, Leute. Das ziehen wir durch. Bin ich auch. Machen wir nicht, Leute. So, Frischhaltefolie da. Weil ich kein Tuch habe. Ich habe gerade kein feuchtes Tuch. Also muss ich mir eine Alternative überlegen. Ich mache jetzt Frischhaltefolie und wir wollen ja noch gewisse Feuchtigkeit ranlassen. Oh Gott, wie hast du den Teig gemacht? Das ist ein recht normaler Pizzateig. In dem Pizzamehl Typ 0.
oder 405. Ich empfehle 0. 405 ist aber fast das gleiche. Dann nehmt ihr 630 Gramm. 630 Gramm kaltes Wasser. Am besten Wasser, wo ihr vorher in den Tiefkühler wirft und noch nicht eingefroren ist. Dann nehmt ihr 30 Gramm Meersalz oder ca. 15 Gramm normales Salz, Tafelsalz und 1,5 Gramm Fischerhefe. Dann, als erster Schritt ist, Mehl in eine Schüssel oder auf den Tisch zu geben, das Salz mit dem Mehl zu vermischen, sodass es eine Stelle in der Mitte dann eine Grube machen, dort kein Salz ist. Dort kommt dann das Hefe, Milch, Hefe, Wassermischung, also ihr nehmt die 1,5 Gramm Hefe, löst sie in 630 Gramm Wasser auf, gebt das in die Mitte und dann bewegt ihr eure Hand so in der Mitte so in Kreisform, dass sich der Teig langsam mit dem Wasser vermischt und dann gebt ihr alles zusammen und formt dann einen Teigklumpen, knetet ihn so 5 bis 10 Minuten, so circa. Je nachdem, wie kräftig ihr seid, wie stark, wie schnell ihr es macht, braucht ihr ein bisschen länger, ein bisschen weniger lang, bis der Teig schön weich und geschmeidig wird. Er bleibt jedoch ein bisschen feucht. Heißt, wenn ihr ihn zu lang knetet, klebt er wieder euch ein bisschen an die Hände. Das ist gut so. Heißt, dann tut ihr das in den Kühlschrank oder in eine Schüssel, deckt es so ab, wie wir hier da haben. Das kommt dann für ca. 12 bis 24 Stunden in den Kühlschrank. Dann nehmt ihr ihn es wieder raus. So ein, zwei Stunden, bevor ihr es braucht. Formt ihn in so Teigkugel. Ihr könnt das auch schon nach 10 Stunden machen oder 12 Stunden machen. Teig so formen und dann lasst ihr es dann wieder so stehen, bis ihr es braucht. Dann habt ihr den Teig. Ganz ein einfacher Pizzateig. Ist nicht so kompliziert. Wird die Pizza eigentlich geschnitten wie eine Lasagne oder wie wird die Pizzakuchen dann so hoch? Alina? Wir fangen bald an mit der Pizza. Die kommt da rein. Die kommt da rein. Wir haben jetzt nur ein Problem. Ein Problem, wo die Pizza nicht optimal macht. Wo ich jetzt leider nicht anders hinkriege. Die Tomatensauce werden wir fertig kochen. Sie hat nicht die optimale Dauer, wo sie kocht. Und der zweite Punkt ist, sie ist noch warm. Die Tomatensauce sollte eigentlich kalt sein, bevor wir sie verwerten. Für die Pizza. Wegen der Hitze, wisst ihr? Sie kommt ja von außen. Und so kommt sie von innen, von außen, von überall. Und dann ist sie irgendwie komisch. Aber das geht schon. Das sollte schon gehen. Ist jetzt nicht so schlimm. Wie lange würdest du normalerweise eine Tomatensauce köcheln lassen? Mindestens 3 Stunden bei mir. Und wenn du nicht 3 Stunden hast, musst du ein bisschen Zucker reinmachen. Oder ich mache dann ein bisschen Zucker rein, um die süße, Säure rauszubringen. So, wir machen noch kurz weiter beim Teig. Ich habe jetzt kein... Ich habe, glaube ich, Drachenkönig gelesen. Kann das sein? Was? Okay, stimmt. Du machst ja Pizzakuchen. Mein Orangensaft meine gerade sehr voller zu sein. Ist aber nicht passiert. Okay, interessant. Wie schmeckt denn? Also ein normaler Orangensaft? Mach's doch wie bei der Schokolade. In ein Eisbad stellen. Könnten wir machen, Sinister. Könnten wir machen. Ist ja geil, wenn es draußen in den Schnee hätte. Da könnte man draußen in den Schnee stellen, wie letztes Mal. 3 Stunden, wow. Ganz gut zu wissen. Jetzt bin ich beruhigt. Ich dachte, ich bin der Einzige, der da ein bisschen Zucker daran macht. Warum gibt es eigentlich unterschiedliche Mehle? Zum Beispiel, was ich erwähnt habe. Ist die Mahlgrad? Es ist nicht das... Ja, zum Teil ist auch. Das Mehl eine unterschiedliche, also das Getreide, Getreide, ein unterschiedliche, aber grundsätzlich ist es einfach nur die Mahlgrad, wie fest man es mahlt.
Weil ich weiß nicht, ob ihr es... Warte, ich kann es euch kurz aufzeichnen. Ich komme gleich, ich brauche nur schnell einen Stift. So, ich habe hier einen Stift. Dann zeige ich euch schnell. Wir haben eh Zeit, weil wir ein bisschen warten müssen mit Tomatensauce und alles. Da wird gut Zeit heute. So, ihr seht ja hier. So eine Getreidekorn ist plus minus so aufgebaut. Da habt ihr irgendwo einen Kern. Da habt ihr so eine Schutzschicht. Da habt ihr so Haare. Da habt ihr nochmal so eine Schicht rundherum, oder? Ah, man sieht es gerade gar nicht gut. So habt ihr so wie ein Teil. Und je nach Mehlsorte tut man unterschiedlich viel runterraffeln erstmal und man verwendet nicht gleich viel von der ganzen Getreidekorn. Dann nimmt man nur die Außenschale, dann nimmt man alles und dann nimmt man die ganze Korn. Je nachdem, wie viel man von Korn selber verwendet, wird das Mehl entweder bitterer, verändert seinen Geschmack etc. Und desto, genau wie Bruder sagt, das Mehl wird auch feiner, desto es unterscheidet auch die verschiedene Zahl und unterscheidet auch, wie krass ein Mehl gemahlen ist. Und darum ist es wichtig. Das ist so der eine Faktor. Der andere Faktor ist noch, wie viel Wasser ein Mehl aufsaugen kann oder binden kann. Wäre auch noch relevant für einen Pizzateig. Da gibt es Pizzateig, wo die fast 1 zu 1 Mehl und Wasser verwenden. Das wäre das Nonplusultra. So, dann kriegt ihr wirklich schön leichte Pizzateig über, wo nicht so wie Brot schmeckt. Ja, jetzt machen wir noch ein paar Pünktlein hier rein. Gut. Ich mache so ein feuchtes Tuch und dann drüber. Ich habe halt kein Tuch, ich muss das jetzt irgendwie basteln. Ja, aber gut, hätte ich es einfach nur mehr, ja, wie es gemahlen ist. Eine frische bestellte Orangensaft war aber nicht viel drin, war gerade neben gestanden, zugeschaut. Interessant. Genau. Da hat Brotte komplett recht. So. Ja, das kommt jetzt hier auf die Seite und chillt, auch wie das andere Teig. So, und hier hinten chillt es weiter, köchelt vor sich hin. Und ja, jetzt fangen wir schon mit dem Topping noch an. Moinchen Tau und der Mehltyp zum Ermitteln werden 100 Gramm Mehl verbrannt und die zurückgebliebene Asche gewogen. Der Messwert. Ah, das ist mal ausführlich, Chintau. Holy shit. War zu warm geworden. Ach so, darum ist das Ding geklöppt. Hab den Lebensmittel da. Und so weiß ich hier im Haus. Hab den Lebensmittel und Konditormeister hier im Haus. Das finde ich gut, Brother. Was bist du davon? Eine ist davon deine bessere Hälfte und was davon bist du? Das alles zu garen, was am Anfang hast. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon im Stream sind. Hals, ach so, mehr, was möglich ist, mehr Mehl, umso besser. Mit der Pizzateig. Grundsätzlich ja. Aber es gibt dann auch wieder so einen Spielraum, wo viele dann sagen, dann ist mehr gespielt als wirklich guter Teig. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze liegt.
Aber grundsätzlich sagt man das, dass man möglichst wenig Mehl verwenden möchte. Da nimmt man auch Grieß und so, aber ist halt schwierig. Ich weiß nicht, ab welchem Grad man das nicht mehr, ob man das jetzt nur noch als Spielerei oder künstlich sagt und es mehr einfach nur Spielen ist als echtes, als wirklich guten Teig, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt. Aber die meiste gute Pizzateige, die ich bis jetzt hatte, waren bei einer 60, 80 oder so. Um die 80% Wassergehalt, 70% Wassergehalt oder 60, irgendwo dem Dreh. Der Konditor meistens mein Vater, wo, wenn ich backe, bekomme nur Weltraum in meinem Haus. Kannst du nicht essen. Okay. Ist das cool. So, wir machen weiter, Leute. Ja, wilden Halunken. So. Wir fangen jetzt an mit den Toppings. Also, haut jetzt raus, Leute. Was für Toppings sollen wir machen? Ja, Wunder. So. Nein, ich nehme mal alle Zutaten zu nach vorne, wo ich jetzt zu Hause liegen habe. So wie ein Chicago Deep Dish Pizza wird vor allem einfach viel Käse verwendet. Und es ist kein Pizza, es ist ein Pizzakuchen. Wird viel verwendet, ansonsten seid ihr komplett freigestellt, wie ihr es macht. Ich habe auch schon, ich habe Rezepte gesehen, wo einer hier am Teig noch Parmesan gemacht hat. Wenn du die Zutaten noch sammelst für Samstag. Ja, das wäre doch noch eine Idee. Leute, wir müssen noch Zutaten sammeln für den nächsten Samstag. Oder übernächsten. Nächsten und übernächsten Zutaten kriegt Stream. Von euch. Brauchen wir noch Zutaten? Also schreibt gerne mal eine Zutat rein, wo ihr Bock drauf habt. Und wir machen dann etwas daraus. Hast du Chorizo da? Oh ja, Sinister. Ich habe an dich gedacht. Und wo ich beim Wurstregal war, dachte ich mir, oh boy. Jo, Sinister will Chorizo. Chorizo will Sinister. Gewürznelken. Okay, Leute, wir gehen jetzt erst für die Zutaten streamen. Also, falls wir stille Supporter haben, wo ich nicht weiß, oder egal, danke euch erstmal. Aber es geht, falls ihr doch eine Zutat reinschreiben wollt, es geht darum, wir machen jeweils am Samstag immer wieder mal ein Zutaten-Stream, wo ihr mir Zutaten nennt, zum Beispiel Bacon von Alina oder Mozzarella von Brotz. Und ich schreibe mir das auf, dann gehen wir Zutaten einkaufen und basteln mit den Zutaten möglichst ein Gericht. Nicht mehrere Gerichte, das wäre zu einfach. Wir versuchen alles irgendwie in einem Gericht zu kombinieren und denken uns dann etwas zusammen aus und machen das. Falls ihr also Bock habt, nennt mir gerne Zutaten. Und ja. Zurasia, schreibst du alles auf, du liebe Mod? Gewürznelken, Bacon, Mozzarella, okay, ich werfe mal jetzt das ist auch eine Idee, Brot. Sonst musst du sagen, wo du wirst eine liebe Grüße aus einem komischen Typ aus dem Internet. Ei, da kommt der Xix. So. Hinterkäse. Ah, genau, Leute. Falls ihr Zutaten aufschreibt, wo ich nicht besorgen kann, falls, nehmen wir einfach möglichst ein Zutat, wo möglichst aufgeht. Und möglichst ähnlich ist. Nächste dann schreibt Carabinos. Ah, geil.
Aber ihr müsst theoretisch kein Backpapier dafür verwenden. Müsst ihr theoretisch nicht. Ich mach's nur gerne. Bin doch meistens da. Das stimmt, Zix. Das stimmt. Du bist eigentlich immer da, fast. Ja, das mit dem Fisch lassen wir mal, ne? Das wäre so eine der Zutaten, die ich nicht so leicht auftreiben kann. Ihr müsst denken, ich muss in einen Schweizer Supermarkt gehen und das einkaufen können. Ich habe doch Hydrochida. Hydrochida. Ich weiß nicht, was das ist, Bruder. So, dieses Backform für den Kuchen, Pizza. Müssen wir noch schnell ein bisschen einfetten. Dass es dann auch nicht kleben bleibt oder so. Fussel, Carabenos haben wir, glaub schon. Nexilein hat das geschrieben. Falls du auch noch ein andere Zutaten aufschreiben magst. Ein Käse, den ich gerne für... Ah, interessant. Zutaten, okay, Pilze. Danke. Ja, mit Jurasu muss ich jetzt ganz viel Schreibarbeit machen. Schmieren wir hier alles noch ein bisschen ein. Auf ganz gemütlich. Ein bisschen einschmieren. So. Wenn zwei Zutaten Carabenos schreiben, dann einfach das doppelte Menge nehmen. Doppelmenge Carabenos. Danke. Okay. Viel Carabenos. Gut. Wir können auch zwei Varianten von Carabenos dann benutzen. Einmal eingelegte und einmal getrocknete oder so. Und wir können auch Carabenos irgendwie Chili Chips machen oder Chili Flakes oder so etwas. Das ist schon geil. Wenn wir schon irgendwie passen. Moin, Rice! Hola, Senor! Was geht? Dieses Gefühl, Butter an die Hände zu haben, für mich grausam. Kann ich verstehen, Alina. Kann ich verstehen. Toast ist. Oh, was gibt's für Toast? Ich selbst nehme Rosin. Oh, Jan. Magst du auch noch ein Zutaten nennen? Für den Zutatengericht-Stream. Falls du Bock hast. Raus damit. So. Mit Salami. Zeitisch. Oh. Die vom Burger King. Ich weiß, es ist schon fast eine Schande, als Koch hier zu sagen Burger King. Aber hey. Manchmal muss es. Gibt es schon eine Liste? Churrasse ist gerade an die Liste dran. So, gut. Wir machen jetzt kurz weiter bei der Einlage für heute. Wir haben jetzt den Backformberat gemacht. Es gibt Rezepte, ihr könnt machen, wie ihr wollt. Ihr könnt da frei handeln. Leute, die dort Parmesan am Rand machen. Ich habe jetzt kein Parmesan zu Hause und bin mir am überlegen, ob ich es mit Appenzeller-Käse testen soll. Parmesan geht halt gut, weil Parmesan ein extra Hartkäse ist. Trocken bleibt. Appenzeller wird fettig. Das funktioniert eigentlich nicht. Wir lassen das mit dem Käse ran. Funktioniert gar nicht, Taco. Ich habe mir die Frage selber beantwortet. Moin, Ambe, 86. Moin, wie geht's dir? Was zählt als Zutat? Irgendeine Tomate zum Beispiel. Karotten. Chili. Carabenos, so. Komponenten. Dann tun wir den Backform erstmal auf die Seite. Und fangen jetzt an mit der Einlage. Und Sinister, ich habe mir gedacht, dass du gerne Chorizo möchtest. Dann habe ich mir Chorizo auch gekauft. Leute, das ist heute ein Wunschgericht für vom Sinister. Aber ich nehme jetzt mal ein paar Zutaten nach vorne. Und wir können miteinander etwas überlegen. Was wir alles in unsere Deep Pizza reinballern. So.
So, da muss ich mal wissen, was es schon alles gibt. Oben, ein bisschen weiter oben steht die Liste. Frische Vanilleschote. Und das mit dem Rad hat funktioniert, aber die Freude war im Gesicht zu sehen. Musstest du so ein paar Liebespunches abbekommen, Bruder? Ambe, wie hast du so gestartet ins Jahr? Bist du gut gestartet? Ist alles gut? Schon etwas Leckeres gegessen? Lustig, an Vanilleschote habe ich auch gedacht. Lol. So, Leute, wir haben so ein paar Zutaten jetzt hier. Eines zum Beispiel Spitz, Paprika, Peperoni. Könnten wir verwerten. Wir haben Knoblauch, wir haben Zwiebeln, ganz die klassische Dinge. Ich konnte. Passes Boy. Wir haben Chorizo. Wir haben normalen Käse. Wir haben Pilze. Wir haben noch Speck. Wir haben noch Wurst. Wir hätten noch so Speck. Wir hätten noch Würste, die wir auch verwenden könnten für den heutigen Pizza. Die heutige Pizza. Dann haben wir noch ganz viel Gemüse, Kräuter und Rindfleisch und Eier und Pilze. Was würdet ihr auf eure Pizza oder eure Deep Dish Pizza werfen? Ich muss jetzt euch leider gestehen, ich muss ganz kurz schnell pinkeln. Tut mir leid, der Kaffee gibt Gas. Ihr könnt euch ganz kurz überlegen, ich komme turbo schnell wieder. So, während die Zeit, wo ich ganz kurz pinkeln gehe, ist Rucola da. Rucola wäre auch geil. Falls ihr, während ich schnell pinkeln gehe, geht das super schnell. Aber Churrasia oder Jan, eine meiner zwei Mod. Wer von euch möchte gern der Bär sein in der Zwischenzeit? Einer übernimmt die Rolle vom Bär. Gut, Jan, du musst kurz den Bär sein in dieser Zeit, wo ich pinkeln gehe. Bis gleich.
So, wieder da. Du musst dann mal weg da. So. Wieder zurück, meine Liebe. Naja. Ist eigentlich ein wenig mehr Bär. Mir laufen da die Frauen auch immer wieder weg. Naja, Bär, okay, ich hatte mal was mit einer Frau angefangen, aber leider nicht mehr weitergelaufen, leider. Gut, ich gucke mal, wenn wir rühren. Passt, Leute, guckt euch das an. Es kommt gut, es kommt gut. Wir schneiden jetzt die Toppings, dann sind wir schon startklar mit dem ganzen Zeug. Gut, jetzt kann ich, tut mir leid, sobald die Lüftung an ist, rede ich so verdammt laut und wird so richtig, ich weiß nicht. Moin, Joslitz, wie geht's dir? Hi. War schon eine Tacker. Da war schon ein Tanker voll. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ich check den. So, gut. Ich schneide mal ein paar Toppings. Ich mache heute meine Pizza. Sinister. Mit Chorizo. Ich habe Bock auf Chorizo. Da machen wir Chorizo. Dann mache ich Spitzpaprika. Ich glaube, Spitzpaprika. Wollen wir die anrösten, Leute? Tun wir die Spitzpaprika richtig geil anrösten. Das finde ich noch eine coole Idee. Dann haben wir ein bisschen anderen Geschmack. Mache noch so Zwiebelringe rein. Knoblauch und so. Das hört sich eigentlich noch gut an. Einfach alles anrösten. Oh. Moin. Ich weiß nicht, Leute. Ich finde, die Wursthaut sieht ewig komisch aus. Justice, wie geht's dir? Hi, ihr Lieben. Was hast du so Schönes als erstes gegessen dieses Jahr? Was war dein erstes Nahrungsmittel? So, unsere Wurst ist ausgepackt. Zuschuk, wie diese Wurst heißt. Das ist sicher auch lecker gewesen. Ich habe ein paar Rezepte gesehen, und die Zuschuk. Wird die Wurst heiß verwendet. Die sah auch geil aus. Ja, genau. Sehr gut, danke. Wie geht's dir? Ich hätte heute Käse Traubenspieße. Hört sich lecker an, aber wieso das? Hört sich für mich nur nach etwas Spezielles an. So, weißt du, so, so brunchen oder so. Bei mir geht's gut. Ich habe noch ein bisschen komische Magen von gestern. So. Ich schneide die Chorizo ein bisschen dicker. Der Rest von gestern. Ach so. Und euer Zutatengericht-Stream nächstes am Samstag mal. Just lit. Könntest du auch noch ein Zutat aufschreiben, was du noch keins hast? So, wir schneiden. Ich schneide es ein bisschen grober. Ich mag das, wenn es ein bisschen gröber geschnitten ist. Jan, eigentlich gut. Das Konzert fand ich gut. Ich war ja, war eher so ein Mini-Opener, war kein richtiges Konzert, waren mehrere Acts dort. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht wegen die Acts dorthin gegangen, gar nicht. Ich bin einfach hingegangen, weil meine Freunde dort sind und alles Mögliche. Und man alle Leute wieder mal so gesehen hat hier aus der Umgebung. Darum bin ich dorthin gegangen. Sido ist aufgetreten bei uns dort am 1 Uhr morgens. Ihn fand ich noch ganz gut.
irgendwie so. Obwohl ich nicht so der Deutschrapper höre. Ich höre keine. Ich höre grundsätzlich kein Deutschrap. Aber Sido geht irgendwie. Er war gut. Leider war er nur 40 Minuten dort oder so. Da sind die Küchenrolle ausgegangen. Ich hatte noch nie Küchenrolle. Wir nutzen heute nicht nur Mozzarella, ihr Lieben. So, die Peperoni rösten wir hier einfach an. Könntet ihr auch im Ofen anrösten. In der Zwischenzeit heizen wir langsam den Ofen nachher vor. Ah, weiter geht's. Ah, Captain, ich hatte noch nie Küchenrolle. Das war ein Running Gag bei mir im Privaten, wo ich jetzt auch in den Stream halt mit eingebunden habe, weil es nicht anders ging. Ich war früher immer der Junge, der Klopapier mitgenommen hat. Auf der Schulreise und so. Ich war immer der komische Dude, der eine WC-Rolle dabei hatte. Nicht Küchenrolle, WC-Rolle. Immer. Oder zum Beispiel, wir gingen mit Kumpels grillen. Oder so als Teenie. Und anstatt dass ich dann so Nastücher mit hatte, weil ich das nie verstanden habe, wieso soll ich 4 Packungen Nastücher mitschleppen und dann ständig die blöde Packung aufmachen, wenn ich so schmutzige Finger habe und irgendwie ran möchte, da habe ich so ein Papier, eine WC-Rolle mitgenommen. Und da kannst du einfach abrollen. Da hast du so viel Papier drin und du kannst es in den Kreis rumgeben und jeder hat genug Papier. Und das war dann so weit, dass ich auch bei mir zu Hause, wo ich dann die ersten Wohnungen hatte und so, auch überall WC-Rollen herumgelegen sind. Jetzt nicht aus dem Grund, warum man WC-Rolle, ey, weißt du, was ich meine? Sondern einfach aus dem Grund, keine Ahnung, dann habe ich das so irgendwie übergenommen und seit dann ist das für alle normal, die mich kennen im Privaten, dass bei mir einfach WC-Rollen herumliegen. Pizzateig ist schon fertig, Mozzarella. Jetzt lieb ich dich noch mehr, Taco. Rice for Night. Ich liebe dich auch, mein Lieber. Ich liebe dich nicht nur für die 132 Abos auf meinem Kanal, sondern einfach generell. Nelken auf Pizza. Ich glaub, war die Nelke nicht für das Wunschgericht? So, Leute, Zwiebeln mache ich heute so ein bisschen Ringe. Ich habe Bock auf Zwiebelringe. So. Taco-Liebe. Taco-Liebe, dachte ich auch. Ja, ich war schon immer ein bisschen der komische Junge an der Schule. Das war schon immer so. Hat mich nie gestört. So, jetzt ist halt die Frage, Leute. Wollen wir die Zwiebel andünsten oder wollen wir sie roh drauf tun? Ach, keine Ahnung, kein Plan. Roh! Oh, der Schlitz! Die rohe Gewalt! Den ist da. Andünsten! Ich habe 2 Ideen. Wir machen roh und machen Cognac-Zwiebel. Ich habe keine Ahnung, ob Cognac-Zwiebel auch in eine Pizza gut kommt. Rösten. Röstzwiebel. Wäre auch geil. Frittierte Zwiebel obendrauf am Schluss. Wäre doch auch irgendwie geil, oder nicht? So für den Crunch, so Röstzwiebel. So frittierte Zwiebel. Ein Teil kommen roh rein. Und der andere Teil frittieren wir und machen da so Röstzwiebel obendrauf. Wie beim gehacktes. Nein, warte, das ist Schweizer Gericht. Elbe-Makaroni. Justiz, ich bin mal ein bisschen im Lurk. Das ist auch eine gute Idee. Danke dir vielmals für deinen Lurk-Support. Justiz.
Sehr lieb von dir. Kognakzwiebel. Kognakzwiebel könnten wir auch machen. Gut, machen wir Kognakzwiebel. Habe ich noch nie gemacht auf eine Pizza. Können wir aber mal machen. So, ich heize jetzt mal den Ofen vor. Hier unten. Wollen wir noch ein bisschen Chili reinballern? Soll die Pizza scharf werden? Ich hätte noch ganz viele Chilis zu Hause. Und die Tomatensauce da köchelt auch hier einfach hier nebendran ein bisschen weiter. Heißt, dort oben kommt jetzt die Kognakzwiebel. Ich brauche dafür eine Pfanne. Wir nehmen die. Mögt ihr Chorizo? Oder lieber normal Salami? So. Gut, die machen wir gerade normal rein. Die da, die kleinen Stücke. Roh und die, aus denen machen wir Kognakzwiebel. Ich bin auch noch ein Honk. Wieso bist du ein Honk, Rice One Night? Da verschenke ich Gäste zwei Soups. Habe ich nicht mal selber eins. Ist doch kein Thema. Weißt du, nein. Danke dir jetzt generell nochmal für dein Soup gestern. Ich mach dir keinen Kopf. So oder so, danke dir. Ich bin für alles froh. So. Jetzt machen wir die Kognakzwiebel. Kognakzwiebel. Du hast aber auch ein Schwert, Rice One Night. Du brauchst ja auch kein... Ach Gott. Oh Gott. Gut, tut mir leid. Dann machen wir Schalotten rein. Groh. Durch türkische Freunde bin ich tatsächlich auch eher auf der Sucuk hängen geblieben. Aber Chorizo ist auch ok. Ja, ich habe leider keinen Sucuk zu Hause. Ich habe das ja... Oh, soll ich euch mal eine Wurst zeigen? Eine thailändische Wurst. Mal gucken, wer von euch die kennt. Das ist eine thailändische Wurst. Das ist by the way die Thai-Flagge. Ich weiß gar nicht, ob man sie sieht. Doch, da sieht man sie. Da sieht das Fleisch innen aus. Danke dir, Rice One Night, für dein Ehrenprime. 12 Monate schon auf meinem Kanal. Danke dir vielmals. Für dein Ehrenprime. Dann halt so. Danke dir vielmals. So, das ist so eine thailändische Wurst namens Saigok. Die bratet man dann so an. Ja, die braten wir an. Die schneiden wir in Würfel und Scheiben und dann braten wir die an. Ja, jetzt gehe ich Paragon spielen. Viel Erfolg, Jan. Sei die Paragon-Götter auf deiner Seite. So. So, jetzt noch Chili. Wo ist mein Sack mit Chili? Ich habe immer noch einen Sack Chili. Da. Findet ihr auch, dass die Spitzpeperoni so richtig schön aussieht auf der Cam? Dort? Sieht richtig schön rot aus. Psycho ist ein Rindsalami. Gott, ich bin gerade zu dumm. Ich spreche es gerade falsch aus. Kann das sein? S-
Ist das die italienische Wurst? War das die? Die aus Italien? Dann ziemlich sicher, dass es Rindsalami ist. Oder ein Mischding. Könnte natürlich auch sein. Ah, die Thailand, Saigok. Ah, Saigok, lol. Ja, genau. Das ist... Oh Gott, die hat alles drin. Die hat alles drin. Die hat gefühlt alles drin. Die kann man auch nur in Rind haben. Aber ich vermute, die ich dort habe, hat auch Schwein drin. Ist eine meines Kindheitswürz. Die machen wir irgendwann mal on stream. Das ist ganz speziell. Die bratet man richtig an. Die schmeckt auch nicht wie Wurst. Die sieht nur aus wie Wurst. Sie schmeckt aber ganz anders. Sie schmeckt so richtig... Ich kann sie nicht beschreiben. Die schmeckt einfach anders. Sie schmeckt nicht wie Wurst. Sie schmeckt nicht mal wie richtig nach Fleisch. Richtig komisch. Ist aber geil. Oder vielleicht finde ich es nur geil, weil ich es aus der Kindheit kenne. Könnte auch das sein. Weil ich habe sie schon häufiger meine Freunde serviert. Früher. Da gab es einzelne Freunde, die haben es sehr gefallen. Und andere, die sind halt mit dem Hinterkopf gegangen, es sei eine Wurst, und die haben es dann nicht gerne gehabt. Man darf halt wirklich nicht hingehen mit der Hintergrundgedanke, dass das eine Wurst sei, weil das ist es halt irgendwie echt nicht. So. Wir machen gerade die Cognac-Zwiebel. Für das brauchen wir Cognac, Zwiebeln und ein bisschen braunen Zucker oder weißen. Einfach Zucker. Ich nehme jetzt Rohzucker. Wo bist du? Can you? Zeige mir, wo du bist, bitte. Ach gut, dann nehmen wir normalen Zucker. Dennis, hast du nächste Woche noch Urlaub? Ein bisschen drin schwenken. So. Dann lösche ich mit ganz, ganz wenig Wasser. Wirklich nur wenig, dass der Zucker sich ein bisschen besser auflösen kann. Seht ihr? Nur so wenig. Nur wenig. Nur, dass ich der Zucker ein bisschen auflösen kann, braten wir an und löschen danach noch mit Cognac ab. Ups, mein Akku 20%. No! No! Ich mache ein bisschen schneller. So, dann nehmen wir Pilze. Ah! Ich glaube, ich lasse die Pilze weg. Mach dafür noch Peperoni rein. Ich weiß nicht, ich glaube, Pilze kommen nicht bei allen gut an. Und ich habe ja vorhin die Schiene warst, nicht vorhin die Schiene warst, den Mongolen-Eintopf, wo wir im gestrigen Kochstream gemacht haben, noch nicht gegessen. Die Freunde und so kommen danach nochmal vorbei und wir essen es nachher. Weil wir gestern zeitlich sehr, sehr knapp waren. Weil ein paar von den anderen waren dann auch noch zu spät dran und dann mussten wir uns überlegen, ob wir einfach losgehen. Und unterwegs uns noch irgendwas holen, was wir dann auch gemacht haben. Und ja. Adriana, LP, moin! Hi! Wie geht's? Dir auch frohes Neues. Und dir ganz, ganz, ganz gute. Ja, ich wünsche dir nur das Beste. Was hast du als erstes gegessen dieses Jahr? Jumping Nuts sind aber geil. Ich finde sie auch geil, aber ich weiß, dass der ein Kumpel, wonach kommt, keine Champignons ist. Habe schon Rang gehangen. Gut, 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 gut. Nicht, dass der Akku macht. Es geht ein wenig lange Nacht. Hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's blendend.
Richtig geiles blaues Himmel draußen. Wetter ist geil. Geiles Jahr. Ihr seid da. Ich kann mit euch quatschen. Weil es fängt einfach schon richtig geil an. Streamen macht Bock. Ihr macht Bock. Quatschen macht Bock. Wetter macht Bock. Kaffee ist da. Es gibt Pizza, Mongolen-Eintopf. Ich kann mich nicht beklagen. Und ich kann mich schon beklagen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ist es einfach nur unnötig. So, hier bei unserer Zwiebel. Ich werde die so langsam braun, seht ihr jetzt? Jetzt müsst ihr selber wissen. Desto brauner sie werden, desto mehr Karamell bekommt ihr. Und desto süßer werden sie. Ich will sie jetzt nicht allzu süß. Darum lösche ich sie jetzt mit Cognac ab. Wenn ihr Leute habt, zuguckt, könntet ihr den Cognac jetzt auch anzünden und es gäbe so eine geile Stichflamme. Ja. Und dann ja. Aber gut, jetzt ist es nicht so relevant. Dann wieder einkochen lassen und wir haben unsere Zwiebel fertig. Es geht, wenn eine lange Nacht... Oh, ja. Was hast du denn gemacht bei der langen Nacht? Warst du noch unterwegs in dem Fall? Oder hattet ihr Besuch gestern Abend? Ah, ja. Ja. Genau. Schneide die Pepperoni so ein bisschen so Stücke. Ich glaube, das genügt auch schon fast wieder als Top, als Pizzateil. Adrina, hattest du schon mal so ein Chicago Deep Dish Pizza? So, was für Chili wollt ihr? Nehmen wir so eine? Nehmen wir so eine oder nehmen wir die kleine rote? Waren zu zweit, aber erst gegen 5 Uhr ins Bett. Eine dezente Kater. Ja, ist doch schön, wenn du eine Katze hast. Oder einen Kater. Aha. Oh Gott. So, Zwiebel abkühlen lassen. Dann kommt unsere Tomatensauce, die ist auch schon fast ready. Die tue ich jetzt noch ein bisschen aufkochen, dass die Flüssigkeit ein bisschen mehr weggeht. Dann ist gut. Gelb, gelb, alles klar. Wir machen nochmal die ganze rein. Die Leute können das schon essen. Ziemlich sicher. Habt ihr den typischen Neujahrsfilm gesehen? War das Neujahr oder war das Weihnachtsfilm? Der Weiß-Schwarz-Film. Wie ging der nochmal? Mit dem Butler. Ich glaube, Dinner oder so etwas hieß der. Irgendwas mit Dinner. Dinner for One. War das Weihnachtsteil oder Neujahr-Ding? Wann hat man den nochmal geguckt, jeweils? Ich fühle mich echt lost, dass ich das nicht weiß. Der Dinner for One. So. So, bei der Tomatensauce achtet auf ein bisschen drauf, dass sie nicht mehr zu flüssig ist. So wie jetzt ungefähr. Heißt, ihr könnt auch noch abbinden oder noch stärker reduzieren. Ich binde sie jetzt ein bisschen ab, weil ich ein bisschen Soße gerne habe. Ich nehme dafür mein 10er. Ich höre da. Genau, der an Silvester. Ja. Okay, doch, ist ein Silvesterfilm, oder?
Ja, den haben wir gesehen, genau wie ein Herz und eine Seele. Silvester Punsch. Es geht immer um Silvester. Wir haben doch letztens mal hier drüber gesprochen. Irgendjemand meinte, glaub, er dachte das Kind wirklich, dass die Welt früher weiß-schwarz war. Wegen der Filme. Wer war das nochmal? Ich glaube, das war der Mario oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Fand ich auch interessant. Oh, Leute, ich habe noch etwas gefunden von unserer Torte. Giotta! Wir haben immer Giotto übrig von unserer Giotto-Torte. Aber den Film habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, Dinner for One. So, dann wird die Sauce abgebindet, kochen sie einmal auf. Dann schmecken wir sie ab. Sehr wahrscheinlich braucht sie noch ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Gemüsebrühe. Und sehr wahrscheinlich noch ein bisschen Zucker, weil wir sie ja nicht genug lang köcheln lassen konnten. Aber freut mich, dich bei uns zu sehen, Adriana. Bam, 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 bam. Bruder, wie bist du eigentlich auf meinen Kanal gestern gekommen? Wurde ich dir empfohlen oder bist du zufällig hier drauf gestoßen? War die Giotto-Torte gut eigentlich? Die war echt gut. Die war erstaunlich gut. Man hat es nicht mal gemerkt, dass ich in der Masse nur Rahm hatte. Oder nur Rahm als Basis hatte. Wir haben noch ganz viel anderes Zeug reingeworfen, Garamell und alles Mögliche. Wir haben noch Garamell, ja, dort reingeworfen, Zimt, Vanille, Zucker. Karamell, Schokolade und Rahm. Und trotzdem war es super lecker. Ich dachte, es ist zu wenig. Wir bräuchten noch irgendwie entweder Frischkäse oder Mascarpone oder irgendwas für die Masse. Hätte ich gedacht. Aber sie war eigentlich noch lecker. Tomatensauce auch. Ich habe eigentlich gesucht nach Kochcharts, Taco. Ich habe gesucht. Ich habe eigentlich gesucht nach Kochchats, Taco. Hab was Entspanntes gesucht und ja, passt so. Vielleicht ist auch irgendwas von Naschi. So. Interessant. Ist doch cool. Hab mich nur interessiert, weil ob du über Food and Drinks reinkommst, also ob du jemand bist zum Beispiel, wo öfters Food and Drinks guckt, oder ob es wirklich wieder von Twitch empfohlen wurde unten dran, weil wir hatten jetzt doch schon ein paar, die lustigerweise empfohlen wurde oder ich wurde empfohlen. Das fand ich speziell. Hat mich gefreut, dass Twitch das macht. Darf es auch gerne weitermachen. So. Ich mache noch ein bisschen Gemüsebrühe rein. Und dann rühren wir das an. Nochmal. Und dann haben wir eigentlich eine geile Soße. Jetzt könnten wir das noch italienische Kräuter abschmecken. Ihr habt irgendwas aus Oregano oder so. Ich mache jetzt noch ein bisschen Oregano zu dem Thema rein. Hab ganz vergessen, dass ich das überhaupt habe. Ja, Lidl. Ja, Lidl, Leute, ist jetzt richtig. Majoran, nee, nicht zu Bock. Ach so, in der Kategorie wird wohl auch. Das ist super. Nice. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann machen wir ein bisschen einfach nur Salz rein. Nichts Spezielles.
haben wir ein recht humanes Tomatensauce. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, gibt auch Leute, die da jetzt noch ein Stück der Taco mit seinem Zaubertrank. Was für ein Zaubertrank? Hä? Ich bin wieder verwirrt. Die Soße. Ach so. Der Gummibärensaft, meinst du? Die Gummibären, sie hüpfen hier und einfach überall. Ach, sind die Gummibären. Oder für Asterix und Obelix. Ja, daher kommt das. Ich hüpfe auch manchmal einfach überall. Genau. So, jetzt kochen wir es gerade noch einmal kurz ein bisschen auf. Weil ich noch mal ein bisschen Soße beigegeben habe. Mal gucken, wegen der Flüssigkeit. Nein! Ach Gott, ich spritze mich ständig selber an. So eine Scheibekleister. Scheibekleister. Ah! Ich hasse es, wenn ich mich selber anspritze. Es gibt immer so hässliche Flecken. Vor allem bei der Tomatensauce, richtig hässlich. Wenn du reinfällst, da hast du dann italienischen Akzent. Das wäre schon lustig, oder? Stell dir mal einen Taco mit italienischem Akzent vor. Prosciutto. Ah, da. Ich glaube, ich habe irgendwo noch so einen mexikanischen Schnauzer. Das sieht auch wie Italien, oder? Ich finde die Soße lecker. So sieht sie ein bei näherem. Ich komme mal näher mit dem Topf. So sieht sie aus. Und da vorne. Okay, da ist sie einfach scheiße dunkel. Da sieht man gar nichts. So sieht sie aus. Ich mache noch so ein bisschen Oregano in der Tomatensauce. Ein bisschen Sojasauce, finde ich, macht es auch runter. Man schmeckt sie nicht, wenn nur ein bisschen reinmacht. Und sie wird irgendwie ründer im Mund. So, dann haben wir alle Toppings. Wir machen Tschuschuk, Peperoni, geröstete Spitzpaprika rein, wo wir nachher noch schälen tun und dann reinwürfeln. Zwiebeln, dann Cognac-Zwiebeln und dann kommt eine Käsemischung aus Mozzarella, Appenzell und Cheddar. 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 Ich dachte schon, wenn wir schon mal eine amerikanische Pizza machen, dann können wir auch Cheddar reinballern. So, dann ein bisschen Mehl auf unseren Tisch. Hier könnt ihr auch super einfach Grieß nehmen, Leute. Grieß geht wirklich gut für das. Ihr müsst hier keine Mehl nehmen. So, dann könnt ihr hier. Dann wird sehen, unser Teig konnte wieder ein bisschen ruhen. Das wird die eine Portion, wo wir hatten. Ich bestäube so leicht mit Mehl. Dann so ein bisschen noch an die Hände. Da gehen wir einfach unten ran, ganz sorgfältig. Und nehmen ihn dann einfach so raus. Wirklich mit Liebe geht ihr da ran. Unten hin. An ein Liebesle. Ganz sachte. Und jetzt. Normalerweise würde man einen Pizzateig niemals auswallen. Niemals. No way. Weil ihr wolltet möglichst einen luftigen Teig haben. Der dürftet ihr, theoretisch, weil wir ja eigentlich keinen speziell luftigen Teig haben wollen. Ich versuche ihn jetzt aber bestmöglich vor Hand auszuziehen. Mal gucken, wie weit ich es hinkriege. Und ob das überhaupt zu genug groß ist.
So. Sieht aus nach so einer 40 cm Pizza. So. Sollte genügen. Leute, das sieht ja aus wie bei Pizza Jolo. Schön. So, dann geben wir ihm wieder so ein bisschen Spielraum, so ein bisschen Liebe geben. So, dass wir nicht irgendwo zu dünn gezogen haben. Und der Teig ist mehr als 500 Gramm, wie es aussieht. Jetzt müssen wir gucken. Das ist unsere Springform für den Teig. Jetzt müssen wir so drauflegen, könnt ihr, oder? Da müsst ihr halt immer bedenken, der Teig muss noch hier hoch. Heißt, ihr braucht mindestens der Dicke, wo ihr nach oben habt. Und noch so einen Zentimeter oben drauf, halt so wegen der... Wegen der Ecke hier. Da unten. Oder? Müsst ihr jetzt so denken. So, die Höhe plus circa 1 cm braucht ihr noch rundherum. Um die generell so was. Ich sag's euch so. Gehen wir mal hier hin. Haben wir den Kreis. Wissen wir, die Höhe kommt noch rundherum. Plus 1 cm. Heißt, wir sind noch ein bisschen zu wenig groß. Ziehen wir das noch mal so. Jetzt sollte es gut sein. Jetzt wird es nur noch lustig, das Ding da rein zu ballern. So, dann einfach alles schön reinlassen. Winnie, Kioli, moin, wow, danke dir für dein Wow, willkommen bei uns. So. Hast du auch schon häufiger Pizza gemacht? So, guck dir das hier am Rand. Ja. Auch Teig habt. Und dass ihr hier wirklich kein Loch habt. Das ist, I'm from Brazil. Hello. Hello. Wait, maybe. Lustig. I can't speak Spain. But you're welcome. So, gut. Dann haben wir überall hier am Rand, muss sicher genug Teig sein. Sonst habt ihr das Problem, dass entsteht dort ein Loch und dann läuft dort das Zeug. Sei nicht so sparsam. Könnt ihr es ein bisschen andrücken. Und jetzt. Das Spezielle, normalerweise kommt ihr immer Pizza, Tomatensauce. Aber nicht bei Chicago, Deep Dish, Pizza. Da kommt erst Käse. Und Belag. Kuso, ja genau, jetzt kommt hier Käse, Belag, Tomatensauce, Käse obendrauf, rein in den Ofen und das Ding hat einfach so 9999 Kalorien. Over fucking 9000, Leute, das ist das Ding, Alter, das kann nur von einem Amerikaner erfunden sein. But, Renny, hast du ein
Pizza? Oh Gott, mein Englisch ist so scheiße, Leute. Lass sie mir besser. Ein Gäser. Ich habe jetzt eine Mischung genommen von Mozzarella und Cheddar. Achtet einfach ein bisschen drauf, wenn ihr das macht, oder? Dass ihr nicht zu flüssig und flüssige Käse nehmt. Zum Beispiel flüssige Mozzarella-Kugel, wenn ihr die kennt, oder? Wo in der Lache eingelegt ist zum Beispiel. Oder sehr flüssige Weichkäse. Eignen sich nicht so gut davon. Dafür könnt ihr in gewisser Rahmen schon verwenden. So. Und weil Sinister sich das Gericht gewünscht hat und er meinte, eine der Bedingungen sei richtig geile Käsefäden, machen wir noch Mozzarella, also nur Mozzarella rein, nicht eine Mischung aus Mozzarella und Cheddar, sondern reine Mozzarella. Lustig, es kommen recht viele brasilianische Leute bei uns im Kochstream rein. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Reni ist mindestens der 10. Mindestens. Mindestens. So, dann kommt hier noch einfach nur Mozzarella. Für die Pferde. Gott, Leute. Dann kommt unser Belag. In meinem Fall Chorizo. Chorizo, Chorizo. Dann die rohe Zwiebel. Dann Chili. Bisschen Paprika. Spitz Pepperoni. Wo ich so geil angerüstet habe. Schneide wir so kleine Würfel. Geben das auch noch so oben drauf. Ach, geil. Ich freue mich gerade richtig auf das Ding, Leute. Ich weiß nicht wieso, aber ich freue mich irgendwie auf das Ding. Es sieht so krass pervers aus, aber ich freue mich drauf. Wird mein erstes Mal. Dann kommt hier noch ein bisschen Käse, die Cognac-Zwiebel. So, sieht jetzt schon lecker aus, finde ich auch. Holalala. So, jetzt kommt unsere wunderschöne Tomato Sauce. Leute, ich habe mir schon letztes Mal meine VODs angeschaut. Immer wenn ich solche Wörter so komisch ausspreche, schäme ich mich. Ich weiß nicht, ich schäme mich fremd über mich selber. Fremdschämen. Richtig dumm. Weil Tomatensauce ein bisschen darauf achten, dass sie ein bisschen dicker ist als sonst. Oh, Lorbeerblätter sollten wir vielleicht noch rausnehmen.
Ja. Mein Rekord ist letztes Jahr eher mit einem Raid halt, nicht ich selber. Da hat mich mal Sisters Brother geratet. Da haben wir gerade angefangen mit dem Kochstream. Das war beim ersten oder zweiten Kochstream, haben die rüber geratet und dann waren wir bei 400 oder so. Aber da war Gigo überfordert. Dort hatte ich im Durchschnitt Zuschauerzahlen von 1 bis 5. Und die kommen mit 300, 400 Leute rein. Das war mir, ich war krass überfordert, konnte gar nicht damit handeln. Dort hatte ich auch noch nicht das Gefühl, wie man Chat liest und so. Auch jetzt noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und alleine, glaube ich, ohne ein Raid ist unser Rekord irgendwas mit 40. Na, weil 41 oder 42 war letztes Jahr unser Rekord. Aber auch das war auch gerade kurz vor Ende, ja. Auch wegen euch. Einmal im Abendstream hat mir das die liebe Churase im Nachhinein gesagt. Wir waren auch im Discord, haben gequatscht und dann waren wir auch dort. Irgendwo in dem Dreh, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Weil ich krieg meine Zahlen nicht über. Ich könnte es mal im, in die E-Mails schauen. Ich kriege ja von Twitch immer eine E-Mail über, nach jedem Stream, wie die Zahlen waren. Ich schaue aber die gar nicht. Gar nicht, weil ich mich da viel zu leicht manipulieren lasse. Da bin ich eben mega überdreht oder mega depressiv, schlecht gelaunt oder whatever. Wenn die Zahlen hin und her schwanken, dann gucke ich die gar nicht an. Weil dann, ich bin dann einer, wo dann mich fragt, habe ich jetzt etwas Falsches gemacht? Habe ich etwas Falsches gesagt, wenn dann zu Time auf 10 Leute rausgehen oder so? Dann gucke ich die Zahlen gar nicht an. Dann stresst mich das nicht. Dann kann ich auch bestmöglich so für euch streamen. Aber wäre schon cool, wenn wir einen neuen Rekord schaffen, Sinister. 43 wäre schon mega stark. Ja, Alina, das wäre schon geil. Ich darf nichts sagen. Egal. Ja, es wäre schon geil. Es wäre schon fett geil, mal auch für euch kochen zu können. Hat ja einer einen Kochstreamer gemacht? Ein Ami-Kochstreamer, wo ich gesehen habe, der hat das gemacht. Und der hatte dann für seine ganze Community gekocht. Der hat dann ein Restaurant gemietet und durfte dort kochen. Irgendwie. Oder er hat nicht gemietet, aber es gab einen Zeitraum, wo keine Gäste ran durften. Und er war dann einfach dort. Das war schon cool. So, da haben wir jetzt ein bisschen Tomatensauce. Gut, dann kommt jetzt Käse rüber. Nochmal Käse. Ja, nochmal Käse. Ich mache wieder Mozzarella. So. Aber nur mal so etwas anderes wegen dem Thema Zahlen noch einmal ganz kurz und dann lasse ich das Thema wieder sein. Danke euch vielmals. Ich finde es krass, wie wir in den letzten 2 Monaten gewachsen sind, Leute. Ist richtig cool. Mega krass. Vor 2 Monaten waren wir noch im Durchschnitt bei, glaube um die 8 bis 12. Irgendwie, in dem Dreh. Und jetzt sind wir echt regelmäßig über 20. Das ist schon krass, das freut mich mega. Auch vom echt in jede Uhrzeit. Ihr seid einfach da. Das ist das Geile. Wieso seid ihr da, wenn ich da bin? Ach, so geil. Egal, gut, jetzt lasse ich sein. Genug in Freude geschwebt. Jetzt wird die Pizza gemacht. Dass Alina noch mehr Hunger bekommt, du ihr Freund. So, jetzt habe ich ein bisschen Appenzellerkäse. Das ist der Schweizer in mir. Das ist, hat jetzt nichts mit der Pizza an sich zu tun. Aber ich mag Käse, wo schmeckt. So, der Schweizer halt. Ein bisschen stinken muss es, oder? Und so. Jetzt kommt hier noch ein bisschen der Mozzarella Cheddar-Teil. Ja, es hat richtig viel Käse, diese Pizza. Das ist einfach leider so. Und wenn ihr jetzt eine crunchy Kruste oben drauf hättet oder wollen würdet,
empfehle ich euch noch Parmesan darüber zu machen. Parmesan, extra Hartkäse wird trocken. Heißt crunchy. Gut, und jetzt könnt ihr den Rand hier, jetzt habt ihr mehrere Wahl. Ihr könnt den Rand jetzt hier wegschneiden, was ich machen werde. Oder ihr könntet auch den Rand schön dekorieren. So wie bei einer, wie heißt die Torte? Nicht Linsentorte. Wie heißt die Torte? Mit L. Bruder, aber nun bin ich dann nochmal in Lörr. Das Monster ist nun vollkommen erwacht und braucht Aufmerksamkeit. Viel Erfolg beim Monster. Liebe Grüße an deine Monster, Bruder. Ganz tolle liebe Grüße. Und ihr auch. Ein wunderschönes neues Jahr. Sie wurde das erste Mal von dir dieses Jahr geweckt. Vermutlich. So, weil ich es ein bisschen schöner haben möchte, mache ich es doch so. Machst du es noch ein bisschen runter. Dann kommt das jetzt in den Ofen. Oh yeah. So, Leute, ich zeige euch mal kurz, wie die Pizza aussieht, bevor sie in den Ofen kommt. Ihr seht sie gerade, ich bin gerade zu doof, das irgendwie zu schaffen. So, setze sie jetzt aus und jetzt geht das Ding in den Ofen. Ich habe den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt. Und ja, da kommt sie jetzt rein. Tschüss, Brot. Bis zum nächsten Mal. Ja, oder vielleicht bis später. Ich bin heute plus minus noch ein bisschen live, aber ich weiß es nicht. Für Gaming Stream wird es ja leider nicht genügen heute. Gaming Stream kommt leider erst morgen, Leute. Aber Sinister, hast du morgen noch frei? Oder noch Urlaub? Aber ich muss halt wirklich die Zutaten essen. Sonst habe ich gestern Mongol einen Topf für nichts gekocht. Muss ab Mittwoch wieder ran. Wieder gut. Daher haben wir morgen noch ein bisschen Zeit, um miteinander zu zocken und chillen. Oder generell Chat. Wenn ihr morgen mit uns mitzocken wollt, oder generell ihr mit mir, gebt mir Bescheid. Offstream spiele ich noch andere Spiele. Da könnt ihr mir auch Bescheid geben. Aber ich habe ja nur einen Tag, wo ich wirklich Offstream bin. So vollständig Offstream. Daher, ja. Aber falls ihr mal irgendwas mit mir zocken möchtet, Final ist einer unserer Hauptspiele. Final Fantasy 14, League of Legends spiele ich Offstream am häufigsten. Auch noch. Oder TFT und so Zeug. Ansonsten Donnerstag, Overwatch und so. So, Leute, was machen wir mit der restlichen Pizza? Belegen wir einfach noch mehrere, einfach normale Pizza? Ich habe nur einen Springform. Wollen wir noch normale Pizza belegen? Oder die andere Option ist, wir machen wieder noch für die Mongolen einen Topf, noch ein paar Toppings parat in der Zwischenzeit, wo die Pizza im Ofen ist. Könnt ihr mir sagen, in 20 Minuten? Ein Timer? Hat jemand einen elektronischen Timer? Ich vertraue ihn einfach blind. Ich würde sogar behaupten, der Teig da hat zu viel Mehl. Ein bisschen, er fühlt sich zu fest an. Ein bisschen. Bam, 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 my lord. Bam, bam, bam. Bam, bam. Wieso nehme ich einen Teller? Kannst auch Panzer
Otto draus machen. Was ist denn das? Bot? Was ist das? Kenne ich gerade nicht. Wie mache ich das? Panzer Otto. Können wir gerne machen. Wenn du mir das erklären kannst, machen wir das doch. Ah, Pizzateig gefüllt. Wie Calzone? Oder wie das Ding heißt? Ich könnte auch meine Nachbarn fragen gehen, ob die Bock auf eine Pizza haben. Mal richtig nett sein. Das wäre nice. Okay, ich gehe schnell raus. Ich glaube, jemand hockt gerade auf dem Balkon. Ich bin zwar der Oberste, aber ich kann von mir runterschauen. Vielleicht sehe ich gerade jemand auf dem Balkon sitzen. Ich gehe mal gucken. Leider nein. Leider keine Nachbarn hier gerade. Aber ich habe gesehen, der eine hat einfach, die Nachbarn neben, gegenüber von mir haben 3 Stöcke. Also ihre Wohnung geht bis zu meinem Balkon fast hoch. Die haben auf 3 Stöcke. Und ich sehe da dann einfach ein Fitnessstudio da oben. Holy shit. Ja, leider keinen Nachbarn da. Sonst hätte ich gerade gefragt, ob sie eine Pizza haben wollen. Wäre cool gewesen. Weil ich glaube, einer hat gerade jetzt ein Fenster aufgemacht. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen cringe, wenn ich jetzt einfach mit den Leuten gehe und frage, ob sie eine Pizza haben wollen. Wäre schon ein bisschen komisch. Sie haben es dann vorhin wie... Ein Halbmond. Eigentlich wäre das mega gut im Neujahr. Hast du schon recht. Ist nicht so? Aber dann müsste ich mich getrauen, läuten gehen. Ich läute nicht gerne bei fremden Menschen an einem Sonntag. Wisst ihr, was ich meine? Sonntagnachmittag einfach läuten gehen? Ich habe da irgendwie... Nicht, dass sie so einen gemütlichen Couch-Tag machen, die schön eingekuschelt und chillen und dann kommt auf so komische Asiate nebendran. Hi, Pizza. Ein Form wie ein Halbmond. Alles klar, gucken wir mal. So, das ist der Teig. Der ist jetzt richtig schön weich. Oh, das ist richtig weich. Wäre jetzt einer auf dem Balkon gewesen, wäre schon cool gewesen. Da hätte ich auch schon fragen können. Würdet ihr am Sonntag einfach Leute gehen bei Nachbarn, wo ihr noch nie gesehen habt? Oder noch nie mit denen gesprochen habt, außer einmal Hi? Ich lasse so am Rand ein bisschen übrig hier. Ja, du kennst die, das ist halt schon cool, wenn man sie kennt. Aline, nein, du würdest nicht. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ja, das hat das Problem. Ich kenne die noch nicht so. Ich kann sie nicht richtig anschauen. Ich glaube, der eine Nachbar, wo dort wohnt, unter mir, ich weiß ja, dass er scheiße viel Geld hat, weil ich weiß, wie viel die Wohnung kostet. Und er allein dort drin wohnt. Den schätze ich eigentlich als chillig ein.
Ich glaube, der würde Freude daran haben. Ich glaube. Ja, aber auf ihn habe ich gerade gehofft, dass er draußen chillt. Der chillt häufiger auf dem Balkon. Ja, das ist, verstehe ich vorhin, ein ganz komischer Wohnblock. Ist wie ein Hotel designt, das Ganze. So wie auch die Wohnungen sind so angeschrieben, wie Hotelzimmer. Das ist ganz speziell irgendwie. Oh Leute, haben wir schon 20 Minuten? Ich vertraue euch da. So wie ich am Sonntag aussehe, würde ich selber niemanden vor der Türe aufmachen. So, und Protz, was muss ich jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher, kann sein, kann sein. Protz, jetzt habe ich einen Teil. Jetzt machen wir hier auch Hälfte mit Tomatensauce. Und würdest du jetzt überall Tomatensauce dann so umfalten? So. Ich mache den schon mal auf Packpapier drauf. Oh ja, okay. Meine Nachbarn, die eine da, lüften gerade. Gerade alle Fenster sind offen. Aber leider guckt keiner raus, das könnte ich fragen. Aber ich hoffe auch, dass ich sie eigentlich nicht störe. Ich mach mal Fenster zu. Weil ich quatsche hier den ganzen Tag, wisst ihr? Ich weiß gar nicht, wie gut man mich hört. Weil ich habe gar nicht daran gedacht, ich bin der Oberste in der, im Teil. So. Ich mache jetzt noch eine ganz normale Pizza. Einfach um euch zu zeigen, wie der Teig bei einer normalen Pizza aussehen würde. Lina, so schlimm siehst du sicher nicht aus am Sonntag. Frag mal deinen Freund, der sagt sicher bezaubernd, engelsk. So. Gut, dann kommt auch hier ein bisschen Chorizo. Lol, ich hätte erst Käse drauf tun müssen. Upsi. Du kannst auch mir, ich kann mir es dir vorstellen. Beschichten und dann so einen Halbmond formen, oder? Ich versuch's nachher einfach mal. Das würde ich meinem Freund auch sagen. Aber mir egal, ich mach das trotzdem nicht auf. Guter Freund. Okay, ich habe Husten. Aber gestern hat mir auch ein Kind in meine Fresse genießt. Komplett rein. Komplett rein. Oder es ist kein Kind, es war vielleicht 12, 13. Ich habe mich so nach vorne gebückt, um etwas vom Boden aufzulesen. Und erst
und sind gerade mir vorbeigelaufen, genau in mein Gesicht. Ich habe den Luft gefühlt direkt eingeatmet. Also. So, die Pizza kommt in den Ofen. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Die große Krabbe Pizza. Aline, kennst du die, die Kollegen, die vor deiner Haustüre stehen, aber nicht läuten? Die schreiben dir dann per WhatsApp, ich bin da. Anstatt einfach die Türklinge zu benutzen. Das habe ich nie verstanden. Bots, ich versuche jetzt mal etwas zu machen. Du sagst mir, ob wir das richtig geformt haben. Ist gut? Dein Panzer-Dingsbums. Ja, okay, gut. Sinessa, bist du eigentlich am Zocken? Schön fleißig im Final unterwegs. So. Nicht so richtig. Hab die Augen auf den Ofen. So besser. Du hättest auch sagen können, Taco, mach dich mal nicht so.